Wir freuen uns und begrüßen ganz recht herzlich mit einem donnernden Applaus den Viertplatzierten der Olympischen Spiele im Zehnkampf von der LG Rhein-Wied, Kai Kasmiret. Zugeben. Also über 12 Stunden hat der Flug gedauert. Dann ging es auf den Römer, war immer die schönsten Bühne gewesen. Danach ließ es erstmal lange ausschlafen und den Jetlag ein bisschen ausprobieren, sag ich mal. Ich sag immer, der Bessere gewinnt im Endeffekt. Ich habe mein Bestes gegeben, es ist eine super Punktzahl bei rausgekommen. 100 Punkte Bestleistung, was will man mehr? Die anderen waren einfach stärker. Das heißt, ich werde noch mal ein bisschen Gas geben im Training, damit es bei der WM 2017 dann auch mit der Medaille klappt. Zehnkampf ist ein Zehnkampf, der am Ende Punkte bringt. Und man kann jetzt nicht da an Disziplinen rumrühren. Man muss das als Gesamtergebnis sehen und da ist eine Bestleistung bei rausgekommen. Besser geht's nicht. Nein, positiv überrascht war ich von der Art und Weise, wie Kai den Wettkampf auch angenommen hat. Man ist da, das habe ich selber gemerkt, bei Olympia ist einfach ein anderer Wettkampf als eine EM, eine WM. Da ist ein anderes Flair, da sind die Athleten auch ganz anders motiviert und da brennt die Luft im Grunde schon vom ersten Schritt an, wenn man aus dem Flugzeug kommt, dann ist man angespannt. Und das hat Kai eigentlich super gelöst. Er ist da ganz locker und befreit rangegangen und hat sich davon nichts irreführen lassen. Natürlich waren viele gekommen, um Kai zu gratulieren. Wie zum Beispiel der Sportbund Rheinland, der heimische Verein LG Rhein-Sieg, Claudia Kirschbaum, der Landrat des Kreises Neuwied, Rainer Kaul und der Beigeordnete der Stadt Neuwied, Michael Mang. Kai durfte sich in das Gästebuch der Stadt Neuwied eintragen. Neben der Unterschrift durfte natürlich nicht die Punktzahl fehlen, die er erreicht hat. Die Daumen für Ihre berufliche, für Ihre sportliche, aber auch für Ihre persönliche Laufbahn. Herzlichen Glückwunsch nochmal und danke. Und Herr Grüne wird jetzt gecheckt. Auch von meiner Seite aus nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Zum Abschluss gab es noch Autogramme und natürlich Fotoshootings mit dem Star.